Du warst das, oder? Auf meine Skrips zu töten. Ich habe sie mal für mich jetzt beansprucht. Skrip, lebendig, aus Skrip. Wieso sind hier eigentlich Skrips? Reiche eines Abenteurers. Hast du es gewagt, diese süßen Kreaturen zu töten? Ach, böse Menschen. Böse, böse Menschen. Wieso räume ich eigentlich deine Leiche aus? Du wirst sowieso nicht, ne? Dings. Verschwinden. Weil du hier liegst, egal. Ich will das alles mitnehmen, aber... Ja, da unten steht mein Problem. Zu viele Gegenstände. Zu viele Gegenstände trage ich mit mir herum. Dideldumm. Weg vom Scheiß. Ebenherz, wieso tust du mir das an? Egal. Brauch kein Ebenherz. Sonst liegt hier nichts auf dem Tisch. Ist alles eingestürzt. Und da ist der Zauberbrecher. Stille für 30 Sekunden und Reflexion. Oh, schön. 25 wiegt die Scheiße. Ja, was zur Hölle? Was zur Hölle? 25. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Rückkehr. Schicken, du hast es doch hier. Doch. Ja, Korpus hat sich verschlimmert. Weiß. Korpus ist sowieso. Ne? Korpus ist Korpus halt. Gut. Wie sieht es mit dem Zustand meiner Waffen aus? Meiner Rüstung und allem anderen? Deine Stiefel sind mal wieder fast im Arsch! Wieso gehen sie so schnell kaputt? Ah, meine schönen Stiefel. Jetzt habe ich eine Wunde in meinem Herzen. Das hatte ich letztes Mal als, ne, Skript, mich einfach links liegen gelassen hat. Gemeine Fiesling. Dieser gemeine Fiesling. Also wenn du mich jetzt noch betrügen würdest, dann... Ne? Gemeiner Fiesling. Ja, ich muss aus diesem Verlies fliehen. Es ist zu lange her, dass ich das Blut von Menschen oder Meer geschmeckt habe. Du hast doch vorhin gesagt, du hast dich ausschließlich von Rindern ernährt. Aber ich hab dein... Ne? Ihr habt die Gegenstände zurückgebracht. Wunderbar. Ich habe die erforderlichen Vorbereitungen getroffen, um den Zauber zu beenden. Ich muss euch jedoch um noch etwas bitten. Und was? Dieser Zauber wird eine Menge Stärke benötigen, um ihn bannen zu können. Azura hat mich geschwächt zurückgelassen und ich werde nicht stark genug sein, es selbst zu tun. Ihr müsst mir eure Stärke, eure Konstitution, eure essentielle Lebensenergie geben. Damit ich erfolgreich sein kann, tut dies und ich werde von diesem Ort befreit sein und kann meine Eroberung der Welt draußen beginnen. Ja, toll. Jetzt, wo sie gestern untergegangen ist und heute wieder neu erschaffen wurde, frisch, ohne dass es irgendjemand gemerkt hat, willst du sie auf einmal erobern. Verobern, ja. Dann werde ich beginnen. Schon bald werden alle Sterbliche wieder erzittern, wenn mein Name erwähnt wird.
Ja, da bist du, Alduin. Mach doch. Alles um mich herum wird schwarz. Ah, endlich. Die Macht durchströmt meine Glieder. Mir geht es wieder gut. Nun werde ich wie einst meinen Hunger an den Sterblichen stillen und sie für die Jahre meiner Gefangenschaft büßen lassen. Ich habe keine Verwendung mehr für euch, junger Narr. Ihr werdet der Erste sein, der durch meine Hand den Tod findet. Betrachtet es als Ehre. Mastrius ist zurückgekehrt. Ja, mein Husten ist jetzt auch zurückgekehrt. Wow, 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 wow. Ja, Lähmung heilen. Nee, ist klar. Muss eigentlich mit besseren Tränke. Ich muss wohl wenig davon. Ey, sobald ich vom Vampirismus geheilt bin, muss ich dringend mal wieder neue Tränke kaufen. Obwohl, ich habe doch noch diese super starken vorne. Ja. Ich muss aus diesem Verlies fliehen. Es ist zu lange her, dass ich vom Blut der Menschen geschmeckt habe. Ja! Freu dich! Du wirst mein Dings nicht absorbieren, ne? Da kannst du vergessen, Junge! Ich bin doch hier nicht deine Milchkuh! So, stirb! Stirb! So. Damit bist du auch erledigt. Oh, ich werde Offscreen wieder eine Menge schleppen dürfen, ne? Das Zeug. Und das in der einen Wemer-Ruine. Meine Fresse, ey. Tja, du solltest deinen Gegner nicht unterschätzen, auch wenn er ein Jungblut ist. Wieso schreibst du eigentlich 24 Chicken? Du kannst Weihnachten wohl kaum erwarten, ne? Egal. Ja, das ist jetzt die Frage. Wie spät ist es eigentlich? Ach, Sonne. Wie lande ich dann in Aldrun? Ah, Try and Error. Los, Aldrun, 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 Aldrun. Wenn nicht, hasse ich dich. Für immer. Und ewig. Aldrun, gut. Ja, ich bin zu Hause. Wo ich das nicht hier mein Zuhause nennen würde. Mein Zuhause ist... hier unten. Ich muss mich mal kurz ausruhen. Ich habe es so schwer hinter mir. Oh. Du stehst gerade sowas von im Weg. Ja, ein Vampir hinfort. Wieso muss ich immer hinfortgehen? Es wäre einfacher, wenn ihr alle geht, wenn ihr mich hier nicht sehen wollt. So, ich benutze jetzt das Bett. Hinlegen, erfrischen und dann... Oh nö! Dagoth Ur, kannst du nicht deine Handlanger bei dir behalten? Wo auch immer der Typ ist. Wo kommst du her? Ah. Raffinierter Attentäter. Langsam in Zeitloop-Modus fällst du um. Das ist zwar unwahrscheinlich, aber... Ist die Kiste wieder voll? Brauche ich keinen Mensch mehr.
Kaufen lohnt sich auch nicht. Ich wollte nur mein Mana auffüllen. Ist das so schwer verlangt? Jetzt kommt bestimmt der nächste Attentäter. Was haben die alle gegen mich? Was habe ich denen je getan? Ja, du wirst beobachtet, du spürst es. Freu dich. So, was wir jetzt tun machen werden. Chicken, nicht vergessen, was du vorhast. Wir gehen jetzt in unsere wunderschöne Heimat zurück. Ah, ja, nach Hause. Bei Mora. Habe ich eigentlich irgendwas Ultraschweres dabei, das ich dem Kriecher andrehen kann? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Ne. Halt ich alles. Ja, ich bin ein Schläfer, einer unter Tausenden. Wenn du einer unter Tausenden bist, dann bist du ja nichts Besonderes. Ich will nach... Na, weißt du Bescheid. Caldera. Dann nach Balmora. Chicken, wieso benutzt du nicht eigentlich Levitation? Ich weiß es nicht. Weil ich Angst habe, in Sachen reinzurennen, in die ich nicht reinrennen will. Was zum Beispiel? Das zum Beispiel. Ich hasse Bewester dafür. Wieso müssen sie mit dem neuen Skyrim Add-on zurückkehren? Können nicht über die Klippenläufer zurückkehren? Auch wenn ich dafür jetzt viel mehr Feinde gegen mich aufhetze. Auch wenn sich das Klima auf Dings geändert hat. Das Addon spielen wird. Oh, und da ist der Typ, der meint, uns betrogen zu haben, uns aber dann Diamanten gab. Was für ein Genie. Und es regnet. Hör auf, mich anzupinkeln. Ach, herrje. Magegilde, hilf mir! Hm. So, habt ihr irgendwelche neuen Gerüchte für mich? Wieso kommt jetzt so eine Schwarzblende? Geheimnis. Na, wenn ihr zuerst jemanden angreift, bla bla bla. Schmuggler. Ich weiß, an sich gibt es keine Gerüchte im Sinn von Gerüchten. Ein Vampir. Von Vampirgerüchten mehr, aber. Nee, du hast die Option auch nicht. Ja, ihr macht mich ja sowieso alle, ich weiß. Ich verfluche euch, ja, Vampir. Verfluche mich. Hinfort. Ist mir sowas von egal. Was habt ihr alle mit euren Schmugglern? Magiergilde beitreten, ich bin auch schon beigetreten. Na, anscheinend habt ihr diese Option nicht, aber ich werde sie bald brauchen, denn wir nähern uns den letzten Vampir-Quests. Macht euch das traurig? Ach, ich kehre doch direkt nach. Na, weil Moa. Die Magie nicht reicht. Das wird niemals ausreichen. Niemals. Dafür werde ich sorgen. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Vielleicht hättest du doch Mana aufrüsten sollen. Das ist der Glaube, der zählt. Und ich habe hier noch ein paar Tränke. Reserve.